Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Nico Pflanzenforschers Kanal und wie es hier auf diesem Kanal eben weitergeht. Hier geht es alles, hier gibt es alles von Pflanzen zu sehen, also von nicht von A bis Z, aber es gibt einige Arten zu erkennen. Ja. Heute werde ich in Minute 2 die Tomaten erwähnen. Und dann in den anderen Minuten, das werdet ihr sehen, die Papaya. Genau, und dann noch was man so einfach so reinschwenkt, wenn man mal noch was macht. Und die Tomaten haben einen Nitratmangel. Den gleichen wir heute mit Langzeitdünger aus. Den habe ich hier reingemacht. Und dieser müsste ungefähr 3 bis 4 Monate haltbar sein, also halten. Genau. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir das sofort in die Kommentare und ich werde sie sofort beantworten. Na dann, auf geht's. So, jetzt geht's ums eigentliche Thema, die Pflanzen. Das war ja gerade nur die Einführung. So. Schauen wir uns die Pflänzchen etwas genauer an. Also ihr könnt erkennen, dass die sehr helle Blätter haben, die neuen, die sich entwickeln. Und das ist ein Nitratmangel und den werden wir vorbeugen. Und das werden wir mit Langzeitdünger tun, den ich hier drin habe. Kurz fürs Farbnail-Foto mache ich das. So. Und jetzt schauen wir uns kurz mal die aktuelle Lage der Pflanzen an. Und ihr könnt mir dann immer wieder mal was schreiben, also mal gucken. Also die wachsen eigentlich relativ gut, nur mit Nährstoffmangel fühlen sich Pflanzen eben auch nicht ganz so wohl, wie ich sehen kann. Also hier sind diese grellen Blätter ganz gut zu erkennen. Wahnsinn, da sieht man echt heftig, dass Tomaten echte Zicken sind, sozusagen, wenn es darum geht, gleichzeitig, dass sie kräftige Wurzeln machen sollen, aber auch gleichzeitig, dass sie wieder Hunger haben dadurch. Ja. Das kann man hier überall ganz gut erkennen. Ja. Echt heftig, das Thema. Hier kann man es auch erkennen. Und hier. Und da. Und hier. Da sieht man echt heftig, wie unterschiedlich sowas sein kann. Die Petersilie, der geht's noch so weit. Ich meinte, der Pfefferminze geht's soweit noch relativ gut. Sieht doch relativ gut aus. Ja. Und das hier scheint dann wohl auch irgendwie ein Nitratmangel bei dieser Pflanze zu sein. Ich werde ihr den Langzeitdünger demnächst geben. Dann schauen wir uns kurz die Papaya an. Wenn ihr ein Wachstum erkennen könnt, ich kann glaube ich etwas erkennen. Also dieses Blatt wird hier demnächst abstellen, was relativ alt ist. Dieses Blatt ist relativ etwas größer geworden. Und hier am Herz kann man erkennen, dass sich die Pflanze im Wachstum befindet. Das zeigt sie auch an den Wurzeln an. Genau. Kommen wir kurz zu den Sämlingen. Hier ist das noch besser zu sehen, der Nitratmangel. Aber die lasse ich erstmal so. Die Gartenfacharbeiterin hat mir erklärt, dass das nichts ausmacht. Dafür machen die viele, viele Wurzeln. Und diese Wurzeln sollen später der Pflanzen halt, also die Pflanzen halt geben, dass die sozusagen besser wachsen. Hier kommt die Baumwolle raus, die ich ausgesät habe. Die ist erst 3 Tage hier drin und es geht los mit den Austreiben. Die wird morgen wahrscheinlich ihre Blätter öffnen. Hier ist auch der Nitratmangel sehr gut zu erkennen. Jetzt, wo ich das weiß, kann ich das auch endlich bestätigen. Sieht auch cool aus. Aber cool sehen sie trotzdem aus. Diesmal leiden sie nicht so besonders schlimm wie letztes Mal mit den Regenbogenhumus, da waren sie richtig stark dunkelgrün, also das ist Wahnsinn, wie sie die Tomaten wohl gefühlt haben. Aber haben dafür keine Wurzeln gemacht.
Ja, das kommt eben davon, wenn man wenn man ja, die Pflanzen was Gutes tun will, muss man immer wieder bedenken, dass die auch Nährstoffe irgendwann benötigen. Genau. Mache ich kurz mal einen Stopp. So, da bin ich wieder. Der Langzeitdünger wurde raufgetragen. Ich habe so zwischen 10 bis 12 Kügelchen ungefähr überall verteilt. Ich habe es aber nicht unbedingt so richtig gezählt, um ehrlich zu sein. Genau. Und der Dünger dürfte dann innerhalb von 2 Tagen hoffentlich sofort hier die Wirkung einsetzen, dass die Pflanzen dann nicht, dann anfangen erstmal sich zu ernähren und schön dunkelgrün zu werden. Was ich mir da erhoffe zumindest. Genau. Genau, dann, genau. Was soll ich, was kann man noch zu erzählen? Also ich hoffe nur, dass sozusagen der Dünger seine Wirkung erzielt hier und dass das alles so dann funktioniert, wie man sich das eben halt vorstellt, dass die eben ein kräftiges Wurzelwachstum gleichzeitig sich aber auch gut ernähren können. Genau. Und hoffentlich wirkt der Dünger innerhalb von 2 Tagen, also das losgeht ab 2 Tagen ungefähr. Na, ich bin mal gespannt, mal schauen, ja. Cola-Kraut geht's auch ganz gut. Und es duftet herrlich nach Cola, seitdem es hier drin steht, ja. Wunderbar. Der Vanille geht's auch relativ gut, aber sie hat auch schon hellere Blätter, auch Nitratmangel wahrscheinlich. Mal gucken. Ich glaube, ich gebe der Pfefferminz auch noch ein paar Krümel. Man weiß ja nie. Hoffentlich sind die Salze genau das richtig dosiert. Mal schauen. Die bekommen dann die Salze nächste Woche ab. Mal gucken. Und dann werden wir mal sehen. Mal schauen. Das Kraut der Unsterblichkeit sieht auch gut aus. Ist aber momentan so ein kleiner Ruhestand. Aber wird demnächst wahrscheinlich wieder austreiben. Wahrscheinlich hat der irgendwas gefehlt. Also ich gebe ihr einen dauernd immer Wasser. Also das kann, daran kann es nicht liegen. Genau. Also wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, wie man Langzeitdünger richtig aufträgt, dann könnt ihr gerne ein Abo und ein Like dalassen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos mal wieder. Wird wahrscheinlich in 2 oder 3 Tagen oder eine Woche dauern. Immer unterschiedlich. Na dann bis dahin, euer Nico Pflanzenforscher.